wir fahren jetzt auf den Kirchentag und machen dort Informationen zu TTIP, weil es gibt eine europäische Bürgerinitiative. Wir finden das absolut nicht gut, was da gerade aus Demokratie und rechtsstaatlichen Aspekten raus in diesen Vertrag fällt. Sie wirklich auch so weit gehen, TTIP, also das Freihandelsabkommen, als Generalangriff auf die Demokratie zu werten? Es ist erstmal der Versuch der Konzerne, eine Struktur jenseits der Nationalitäten zu organisieren. Dieser Versuch war lange abzusehen. Und da die Bundesrepublik Deutschland solche Verträge auch schon mit anderen Staaten abgeschlossen hat, kommt jetzt nur eine Vertragskonstruktion zurück, die wir selber schon in Machtarroganz gegenüber anderen Staaten angewendet haben. Also für mich ist es besonders wichtig, für mehr Demokratie und direkte Demokratie zu kämpfen, weil für uns als junge Generation ist es einfach wichtig, dass wir die Zukunft selbst in der Hand haben und dass wir einfach alle Möglichkeiten haben, später auch noch demokratisch die Welt oder unser Land mitzugestalten und unser demokratisches Verständnis und unsere ganze Gesellschaft einfach zu formen. Und diese Freiheit ist einfach existenziell bedroht durch TTIP. Ich übrigens stimme ausdrücklich zu, dass die Frage, wie geht es den Armen dabei, bislang, sagen wir es mal zurückhaltend, eine untergeordnete Rolle spielt. Man könnte auch sagen, gar keine. Sie haben gefragt, was ist das größte Problem? Ich glaube, es ist zum einen die Art der Verhandlung und dann zwei zentrale Vertragsinhalte. Die Art der Verhandlung, das haben wir schon erwähnt, ist intransparent. Ich glaube, viele Menschen haben auch Angst, dass hier etwas über ihre Köpfe entschieden wird, was man nicht mehr umkehren kann. Wir schließen hier einen völkerrechtlichen Vertrag. Übrigens im Investitionsschutzbereich wird es möglicherweise ein Kündigungskapitel geben, wo sie erst nach 25 Jahren wieder rauskommen. Das heißt, wir wählen fünfmal den Deutschen Bundestag und trotzdem kann dann, wenn der Vertrag kommt, Deutschland verklagt werden. Das ist doch völlig absurd. Das sind wirklich Fesselungen einer demokratischen Gemeinschaft, die im 21. Jahrhundert nicht mehr akzeptieren können. Nochmal zu diesem Punkt, Schiedsgerichte. Dadurch, dass TTIP einfach ein Freihandelsabkommen zwischen der USA und Europa ist, werden die ganzen ärmeren Länder, Dritte Weltstaaten oder Entwicklungsländer auch einfach vernachlässigt, da es für die automatisch schwieriger gemacht wird oder für die reichen Länder einfacher. Und die armen Länder, die gerade die Beziehung zu den reichen Ländern brauchen, nicht mehr beachtet werden oder nur noch weniger beachtet werden. Also eine Armutsbewegung, die von uns mit ausgelöst worden ist. Wir können jetzt zwar Schlepperbanden unterbinden, aber die Ursache sind nicht die Schlepper, sondern die Schlepper sind eigentlich die Folge. Ich würde nicht all diese Probleme auf TTIP laden. Da gibt es sehr viel grundsätzlichere Orientierungsfragen. Beispielsweise auch der Grundausrichtung der Europäischen Kommission, die eben sehr marktbetont ist, aber die soziale Dimension, auch in weiten Bereichen die ökologische Dimension, die kulturelle Dimension, nicht ausreichend auf dem Schirm hat. Aber das ist kein Problem der Amerikaner, das ist ein Problem, dass wir ein eigenes Modell diesem US-amerikanischen entgegensetzen und dafür arbeite ich. Okay, aber wäre nicht zum Beispiel eine Idee, dass man tatsächlich sagen könnte, man verhandelt erstmal auch relativ abgeschlossen hinter verschlossenen Türen, sagt dann aber, das ist unser Output, das schlagen wir euch vor und macht dann nochmal so eine Art von Feedback-Runde? Ja. Das wäre ein interessanter Aspekt, den ich auch teilen würde, dass man bestimmte Sachen auch erstmal in einem Art Probelauf machen lässt und dann eben mal schaut. Wir werden natürlich auch, ich bin der Meinung, die Mehrzahl der Sachen, die wir da beschließen bei TTIP, werden sich positiv auf unsere Gesellschaft auswirken, aber es wird sicherlich auch ein paar Sachen geben, wo man sagen können, okay, da müssen wir noch mal ein bisschen nachverhandeln. Aber eine letzte Frage, was sollen wir von unten bewegen, wenn gleichzeitig von oben solche Dinge wie TTIP die demokratischen Handlungsspielräume extrem einschränken auf den lokalen Ebenen, auf den Bundesländerebene. Erstmal, so einem Abkommen werden wir ja erstmal gar nicht zustimmen. Da macht sich immer keine Sorgen. Das machen wir nicht, sondern es muss so sein, dass unsere Werte und Maßstäbe gehalten werden und nicht unterminiert werden. Dankeschön. Wenn TTIP kommt, dann verlagern wir immer weitere Entscheidungsebenen nach oben. Immer weniger Menschen, immer weniger Organisationen entscheiden über immer mehr und das kann nicht sein.